also. Das stimmt natürlich auch so im Großen und Ganzen, sagt er. But not always. Aber nicht immer. Why not always? Warum nicht immer? Because Ayurveda has, while describing the functions of Hrida, described such strange functions which are more, not even above mental functions. Weil, wenn Ayurveda das Konzept Hridaya, in Anführungsstrichen Herz, beschreibt, dann beschreibt Ayurveda solche abstrakten Funktionen von Hridaya, die befinden sich sogar jenseits einer mentalen Ebene. Also die lassen sich ja im Herzen erstmal gar nicht zuordnen. I repeat, what to talk of physical functions, what to talk of functions of heart, what to talk of functions of brain, there are certain functions which cannot be performed even by the brain and they are attributed to Hrida. Also es sind Funktionen, die Hrida ja zugewiesen werden, die lassen sich körperlich gar nicht korrelieren, zu einem Herzen oder zum Gehirn auch nicht, auch nicht zu einem mentalen Konzept, ganz subtile Funktionen. That is where spirit comes into play. Und das ist der Punkt, wo der Geist oder die Seele, Spirit übersetze ich mal als Seele, mit ins Spiel kommt, das subtilste Prinzip. And by corollary, I can safely say that probably it is Ojas and Spirit which is actually working in unison, which decide all the vitality, vigor, creativity and everything. That is why complete loss of Ojas is incompatible with life. Und über Rückschluss kann er sagen, klar sagen, dass es Ojas sind und das Seelenprinzip, Atma. Die sind verantwortlich für die gesamte Vitalität, Lebenskraft, wie auch immer man das übersetzt, in einem Lebewesen. Und deswegen ist ein Totalverlust von Ojas auch nicht kompatibel mit Leben. Now it is an unending process, so I'll not elaborate further. Ojas is classified in Ayurveda in two varieties, and that is one is par and the other is upper, that has been done by Charak. Gehen wir weiter. Ojas wird in den klassischen Texten in zwei Unterarten aufgeteilt, kategorisiert und beschrieben. In Para-Ojas und Apara-Ojas von Charaka. And this is a very utilitarian concept, very practical concept, very scientific concept and is applicable till date. Und das ist auch ein sehr, sehr, also erstmal ein sehr altes Konzept, aber auch ein sehr praktikables Konzept, welches auch noch heute modern sehr gut umsetzbar ist praktisch. Now the par ojas and upper ojas, these two varieties, instead of going in details, I'll tell you. One is only half of this. There was a measure in Ayurveda, Anjali, this. Ist Anjali, Ardhanjali Pramana. Und um da nicht zu sehr ins Detail zu gehen, fasst er das mal ein bisschen zusammen. Die eine dieser zwei Arten, also beide werden von der Menge beschrieben, die es im Körper gibt, davon, von diesen zwei Ojas-Arten. Die eine Menge. And other is. Das ist ein Maß, das heißt. This is full Anjali. Anjali, ein volles Anjali. Ojas is Ardhanjali. Aber die eine Ojas-Art ist die Hälfte davon, ein Ardhanjali, also eine halbe Handvoll. Oder eine Hand, das, was man individuell in einer Hand halten kann. And the other one is only 8 drops, Ashtavindu Praman, only 8 drops. Und die andere Ojas-Art, die wird beschrieben, dass sie nur in 8 Tropfen, Ashtabindu, 8 Tropfen im Körper existiert. On this concept, around 78 to 83, 82, we worked on it, not only conceptually and experimentally on the patients and at the research level, and we came to the conclusion. These days people are talking, making howls about stem cell culture and DNA and everything. In 78 we appreciated that this 8 drop Ojas concept is nothing but the pluripotent stem cell that is never more than 100 at a given point of time in a body, which resides around hypothalamus in the brain. Und er hat von 1978 begonnen bis Anfang der 80er Jahre mit seinen Kollegen sehr
intensive Forschung durchzuführen. Diese alten Aussagen, also wir reden jetzt über das Ojas 8 Tropfen, das Para-Ojas, zu untersuchen. Und sie sind damals, haben damals schon eine Korrelation zum Stammzellenprinzip hergestellt, welches ja heutzutage in unserer modernen Wissenschaft in aller Munde ist, sogar in den Medien wird da viel drüber gesagt. Und diese Stammzellen, das sind also, ich nenne sie mal like Joker-Cells, Joker-Zellen, die sich in jede andere Zelle im Körper umwandeln können. Und da gibt es unterschiedliche Arten von, beziehungsweise es gibt niemals mehr, sagt er, als ungefähr 100 im Körper. Und die haben ihren Ursprung quasi auf der Ebene des Hypothalamus im Gehirn. Now mind you, at that level of of knowledge of modern medicine was that only a line or two were mentioned in few pathology books of modern medicine, that pluripotent stem cells and unipotent stem cells. Unipotent stem cells develop in a particular type of cell while maturing, and pluripotent cell can mature into any variety of cell of the body. Und in den Büchern ist es dann noch differenziert, in den modernen Büchern, in also pluripotente Stammzellen, Zellen, die sich in jede Zellart umwandeln können. Und die zweite Art, unipotente Stammzellen, die sich nur in eine bestimmte Zellart, Gewebeart umwandeln können. And this was the lead that we took for the developing the concept of Ojas at that level from scientific point of view, which has now, it was only a type of hypothesis that we found, and now we could not work further, but now at least that conjecture has proved true, that one pluripotent stem cell can create full life. DNA sequencing has been done now for last 10 years. Thangavelu is there, he is talking very much about DNA printing and all that, and you know all that now. I know, don't want to elaborate further and waste your time. Und es gab damals, also Ende der 70er Jahre, nur diese zwei Zeilen in den modernen medizinischen Büchern, pluripotente Stammzelle, was das ist, und unipotente Stammzelle, was das ist. Und das waren quasi für ihn und seine Kollegen der Forschungsausgang. Der Ausgangspunkt für die Forschung, es mit dem Ojas-Konzept zu korrelieren. Und so haben sie das bis heute ausgearbeitet. Die moderne Medizin hat sich mittlerweile auch sehr weiterentwickelt. Das menschliche Genom ist entschlüsselt, haben wir ja von Professor Thangavelu gehört gestern in anderen Workshops und in Podiumsdiskussionen. Now complete loss of Ojas, or complete Ojas is incompatible with life, I have already told you. Ja, also der komplette Verlust von Ojas, Ojakshaya, also vollständiger Ojas-Verlust, ist nicht kompatibel mit Leben. Now the Ojas status of the body is decided right at the beginning of the life. Und der Ojas-Level im Körper, über den wird entschieden ganz zu Beginn des Lebens. That means at the time of conception, I have already told, I am trying to little detail about it, because quality of the sperm and ovum and the time, the emotion, the devotion, the desire to produce a new life, all those things put together at the time of conception decide the Ojas status of the future creation that you are going to make. Und welches ist der Zeitpunkt des Beginns eines neuen Lebens? Das ist der Zeitpunkt der Empfängnis. Und dort halt die Qualität von Ovum und Spermium, die mentale Verfassung der Eltern, die Hingabe, der Wunsch, ein Kind zu zeugen und so weiter. All das sind die Faktoren, die dann den Ojas-Status erstmal den Angeborenen bestimmen. And why it is so? Und warum ist das so? Because after all, we are making a scientific discussion. You are not here for a religious discourse. Aber wir wollen ja schließlich wissenschaftlich diskutieren. Ihr seid ja nicht einfach hier, um eine Kinovorführung euch anzuschauen. Because Ayurveda believes that Atman, the spirit enters at that moment, and spirit always carries the past functions. Spirit is detached, it has no attachment, but still it carries past actions. How? As it is only Gita, one place where there is a simile given, that if you put a good smelling thing here and the air is flowing from this way to that, at distant level you can have a good smell.
air is the same. After 2 seconds you remove this. You put this bad smelling thing here. Air is the same. There you will get a bad smell. As this smell is carried by air, vayur gandha nivashayat, this is the drishtant that Gita gives, that the past actions are carried by the spirit exactly in the same way as good or bad smell is carried by air. Yes. Also, zum Zeitpunkt der Empfängnis. Not now. At the end. Zum Zeitpunkt, bitte fragen zum Schluss. Keep your computer, don't delete it. Haltet alles im Computer an Fragen, bitte nicht löschen oder so, sondern wir wollen auch noch auf Fragen eingehen, also wenn es zeitlich machbar ist. Das Leben beginnt zum Zeitpunkt der Empfängnis mit der Aktivität, dass quasi Atma, das Seelenprinzip, sich mit der befruchteten Eizelle verbindet, zum Zeitpunkt der Empfängnis. Atma trägt mit sich die Ergebnisse der vergangenen Handlungen aus früheren Leben. Atma selber, das Seelenprinzip, ist unangehaftet, wird dadurch nicht beeinträchtigt. Aber wie kann es dann sein, dass ein Prinzip Dinge aus der Vergangenheit mitschleppt und noch verantwortlich ist für Leben, aber trotzdem irgendwie völlig frei und losgelöst von allem ist? Dafür gibt uns die Bhagavad Gita einen sehr schönen Vers oder eine sehr schöne Allegorie und sagt, so wie die Luft einen Duft mittragen kann. So kann Atma einen Duft mittragen, wird aber durch diesen Duft nicht beeinträchtigt. Beispiel: Wenn hier ein schöner Luftzug durchgeht und ihr stellt hier ein Räucherstäbchen mit duftendem Sandelholz auf, dann wird die Luft, die hier rüber weht, diesen Sandelholzduft mittragen und es wird angenehm riechen. Ja? Wenn sie ein bisschen weiter geweht ist, irgendwann ist sie wieder rein, automatisch. Genauso, wenn ihr etwas sehr Übelriechendes in einen Luftstrom hinstellt, dann trägt die Luft den übelriechenden Duft mit. Aber sie verbindet sich tatsächlich nicht wirklich mit diesem Duft. Sie trennt sich wieder davon danach, wenn die Luft weitergeweht ist. Das ist das Beispiel. And this is the modus operandi why every system, every knowledge system will always carry very much importance to the child, the mother. They may not know why, but always conception, the prenatal period, postnatal period, and all these things are very much important. Everybody knows whether he is illiterate or the most educated. And this is the reason, this is the scientific basis and this was organized and scientifically described as a process only in Ayurveda, that planned parenthood is a must. And children by accident, children by criminal acts, and planned parenthood, you can even till date, you can identify from a distance. Und das ist der Grund, warum andere Systeme, obwohl sie nicht genau erklären können, warum, so einen großen Wert darauf legen, auch andere Systeme zu sagen, es ist so wichtig, dass eine geplante Empfängnis vonstatten geht. Und Ayurveda ist das einzige System, welches das wirklich erklären kann, warum das so ist, weil Ayurveda genau erklärt, was zu diesem Zeitpunkt geschieht. Und deswegen ist Ayurveda auch gegen alle anderen Formen von Schwangerschaft, die eben nicht geplant sind, ob es jetzt zufällig geschieht oder durch einen Gewaltakt oder wie auch immer. Now it has a vicious circle that has been formed. Und hier kommt es zu einem Teufelskreis. Because the person who is becoming a parent is himself not or herself not a planned child, so the ojas status is not there. Since the ojas status is not perfect, the perfect decisions will not be taking place, and this vicious circle has to be broken somewhere if you want to have a real healthy progeny, thereby by implication a real healthy society.
Wir sind ja beim Thema Ojas und geplante Empfängnis, hoher Ojas-Level, das ganze Leben. Wenn jetzt sich aber ein Elternteil entscheidet, so ich möchte jetzt gerne Kinder bekommen mit meinem Partner, dann ist dieser Elternteil aber vielleicht selber das Ergebnis einer ungeplanten Empfängnis und hat also selber schon nicht den optimalen Ojas-Status in sich, wenn vielleicht auch einigermaßen gesund oder sehr gesund. Und das wird immer weitergetragen. Und das meint er mit einem Teufelskreis, das quasi über eine lange Kette der Ojas-Level durch ungeplante Empfängnis in der Gesellschaft, in den Mitgliedern der Gesellschaft, in den Menschen geschwächt wird. The problem is that today you want a pill for everything. Und das Problem ist halt, sagt er, dass die Menschen heute eine Pille für alles wollen. That may not be possible for Ojas, though there are Ojas drinks available. Das leider ist mit Ojas nicht möglich, obwohl es Ojas Drinks gibt. Ja. Now, to move further, actually, it is a big topic, so I have to complete also within time. So, to move further, Ojas decides the bal, that is the immunological status of the body. Now, it depends upon, I have already introduced you, but actually, practically, if you are dealing with a patient, if you want to know the immunological status of the patient, first of all, you will have to assess the Ojas status of the patient to facilitate the actual and factual quantitation of the bal, though you have already assessed that normal functioning Kleshma is there. Gehen wir weiter. Die nächste Aussage, die die Klassiker tätigen, dass Ojas verantwortlich ist für die Bala des Körpers. Bala ist hier der immunologische Status des Körpers. Ojas ist direkt verantwortlich für den immunologischen Status und der Fachausdruck dafür von ayurvedischer Seite ist Bala. Das heißt also, wenn wir den immunologischen Status eines Menschen ermitteln wollen, müssen wir den Status von Ojas ermitteln. Obwohl wir vielleicht schon ermittelt haben, dass dieser Mensch ein normal funktionierendes Kapha hat, was ja auch synonym mit Ojas ist, müssen wir trotzdem nochmal separat Ojas bewerten. This again is not my loud thinking, it is supported by an authority, Charak. Vyadhik Kshamatvam will always depend upon the Ojas status. And das wiederum ist nicht sein lautes Denken, sagt er, sondern wiederum gibt er hier einfach nur die klassischen Aussagen wieder hier von Charaka, der noch einen anderen Ausdruck für Immunität verwendet, nämlich Vyadi Kshamatvam. That goes without saying that I have already in the very first introduction I have told you in past 50 years I have been, there are several departures of the direct applications of Ayurveda that I make. I usually am a rebel type of a Ayurvedist because my background has been that in the year 1957 way back I graduated in science and then it was very unknown for even in India for a person of that because BSc those days used to be I would have been a clerk also in a firm, I would have been managing director within 10 years and then I would have flourished. But no, we decided that there has to be some scientific basis and this is a science which should be developed. So I could not resist analyzing every concept and every bit of letter, hyphen and comma and full stop because sutra description, at least you know, you have got a Sanskrit background, that sutra means that you have to open it. The nut. Because it is like an atom bomb, if you open, then the energy will come up, otherwise it is just silent spot that is coming. So that is what is Ayurveda and which was to be done and with that mission and motive I started the studies of Ayurveda. Ja, er betont das einfach auch nochmal, dass das wirklich eine klassische Aussage ist, weil er sagt, in seiner 50-jährigen Karriere ist es jetzt nicht so, dass er immer streng ayurvedische Wege gegangen ist. Natürlich erstmal, er hat Naturwissenschaften studiert, hat also diesen naturwissenschaftlichen Hintergrund sowieso mitgebracht, bevor er zu Ayurveda kam. Und dann sagt er, hatte eine Art Rebellennatur und die hat ihn ab und zu auch immer mal veranlasst, von den ayurvedischen Wegen zu versuchen, die ayurvedischen Aspekte eben durch moderne Forschung und so weiter zu erklären. Ja? Und er sagt, das ist auch ganz wichtig, wirklich zu versuchen, die alten Aussagen der Texte in einen modernen Zusammenhang zu bringen und vor allen Dingen immer wieder aus unterschiedlichen Richtungen zu beleuchten, weil diese Art und Weise der Vermittlung von Wissen durch Sutras, durch Verse,
quasi einer Atombombe ähnelt, die erst dann ihre Riesenenergie freisetzt, wenn sie detoniert. Solange sie da ruhig ist, ist die Energie in der Bombe verborgen. Erst wenn man sie öffnet, und genauso ist das mit diesen Sutras, man muss quasi sie entschlüsseln, dann kann man auch Wissen daraus erhalten. To my utter surprise, when I actually moved further and further in Ayurveda, this is the actual way of Ayurvedic exploration. Und zu seiner großen Überraschung konnte er halt ganz viele Korrelationen finden, auch in den alten ayurvedischen Aussagen. All the literature, in Sanskrit literature, all the Ayurvedic discussions that have started with Nanu. Nanu means question, that why, and Nacha, and then either you support or you discard it. Nacha. Nacha means not this, not this, not this. Then what this? What is that? And till date, that is there. Then where is dogma? Why Ayurvedic people always propagate dogmas that only 2 and 2 can always make 4 in the days when 2 and 2, even in mathematics, never make only 4. They can be quarter to 4 or quarter and 4. Rounding of the figures. Und das ist auch die Grundlage, dieser Forschergeist ist auch die Grundlage der gesamten Sanskrit-Literatur, dass zu Beginn der Texte häufig, also es sind ja auch häufig Dialoge zwischen Schüler und zwischen Lehrer, eine Frage gestellt wird oder etwas aufgeworfen wird. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja, ganz viele Texte beginnen so mit einer Frage, einfach um die Menschen zu inspirieren, auch zu forschen. What is happening?